einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. So, Eier. Gucke ich, glaube ich, gleich mal, wie viel wir davon überhaupt haben. Und in der Zwischenzeit werde ich mal einen Roggen laden. So, warte. Erst gucken wir bei den Hühnchen mal rein. Die bräuchten tatsächlich Weizen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. So, dann gucken wir mal gerade mal, wie viel Eier wir da rumliegen haben. Fast noch mal zwei volle Paletten. 5800. Also drei Paletten mehr. Das würde bedeuten, wir haben hier 18. Nee, warte mal. 36, 42, 48, 54.000. Muss ich gleich nochmal einen Taschenrechner zücken. Ey, ich glaube, heute machen wir das dicke Geld. 54.000 mal 3,5. Sind fast 190.000 Euro. Alter, diese Woche, die knallt rein. Die knallt aber, ey. Das sage ich euch. So, jetzt fahren wir erstmal die erste Ladung Roggen weg. Da steht sogar der hat seinen Case hier gelassen, da ist sogar ein Frontlader dran. Ich habe nämlich schon Sorge, dass ich in den Wald muss, um den Manitou zu holen. Aber wenn der seinen Frontlader hier gelassen hat, dann ist das natürlich gar kein Problem. Knapp 1300 Euro pro Tonne Roggen. Dann bin ich fast am Überlegen, ob ich mir eine neue Sämaschine hole. Also die Pacht von den beiden Feldern läuft ja jetzt aus. Das ist Fakt. Die Pacht haben wir locker wieder drin. Ich könnte die Pacht auch noch mal verlängern. Wenn ich die gleichen Felder einfach noch mal pachten würde. Klingelingeling. Hallo, hier ist der Neumann. Na du. Die Pacht von meinen Feldern läuft ja jetzt, glaube ich, aus, oder? Ja, nach den Abernten. Genau. Ich würde die gerne nochmal verlängern. Direkt. Nochmal? Jo, beide. Die 107 war es, glaube ich, und die 127. Eck nochmal verlängern. Oh.
nachrechnen, aber ich habe, glaube ich, eine Summe im Kopf. Ich auch. Wenn mir die nicht gefällt. Bin ich nicht. Kenne ich auch nicht. Solange wie ich ausrechne, aber was anderes ist eingeladen zum Autorennen. Autorennen? Ja, am Donnerstag. Donnerstag? Na dann sind hoffentlich genügend Kamerateams da. Jo. Marlon direkt drüber düngen, ne? Ja. Und es startet bei Mehmet West. Oh, gibt's auch Rockstar? Mit solche Rockstar haben, ja. Okay. Na, dann bin ich da am Start. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Hast du die Summe ausgerechnet oder was? Nein. Noch nicht. Genau. Ja, es dauert bei dir immer so lang. Ja, man muss das ja auch erstmal ausrechnen. Ola die Waldfee. Ja, 43.200 müssen es sein. 43.2. Ja. So, Moment. Schreibe ich mir dann auf. 43.200. Okay. Dann überweise ich dir das gleich. Ja? Ja. Gut, bis dann. Ciao. Aber warten wir mal an. Das sagt auch nicht mehr Tschüss. So. Aber ich hatte im Kopf 55.000. Hat es mich, glaube ich, das letzte Mal gekostet. Deshalb sah ich zu 43.000. Nicht nein. Warte mal, die überweise ich gleich, bevor dem einfällt, dass es doch mehr wäre. So. Überweist, dann haben wir das erledigt. Es ist nämlich einfach so, dass sich das Pachten lohnt. Also guck mal, wir haben jetzt allein durch den einen Anhänger voll Rocken haben wir 102.000 Euro gekriegt. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht würde ich das betiteln. Jetzt holen wir gleich die andere Ladung noch. Und dann sieht es ganz gut aus. Ah, warte, ich habe wieder vergessen, was ich wollte. Ich wollte doch noch wegen der einer anderen Zähmaschine nachfragen. Klingelingeling. Hallo, hier ist der Neumann. Ja, Folge schon wieder. Oh Mensch. Ja, Alzheimer. Was hatten ihr so für eine Sämaschine im Angebot? Größer als die Hosch 9 DC Pronto. Kaufen oder was? Ajo. Ja, das was im Katalog ist, ne? Was ist denn das für ein Kundenservice? Ich wollte, dass du mir eine empfiehlst. Ach so, eine empfehlen? Ja, dann. Ich kenne mich also, da nicht aus. Also ich selber nutze die größten Maschinen davon. Und bin sehr zufrieden damit. Die größten Maschinen davon.
Ja, okay. Von Die links. Amazone Condor heißt sie, glaube ich. Ah, die 15001. Condor. Ja, genau, 15001, die benutze ich. Und Einzelkorn nehme Ja, ich das bräuchte ich nicht. Great Green. Direktsaat wäre gut. Direktsaat. Ja, da könnte ich dir tatsächlich die Amazon Condor eigentlich empfehlen. Jo, und was kostet die so? Tutti kompletti. Tutti Kompletti. Ready. Sind insgesamt, ah ne, warte, hab was vergessen. Zweihundertsiebenundfünfzigtausendsechshundert. 257.000. Ja. Okay. Man könnte, Moment. Man kann 250 glatt sagen. Weil ich sie dafür krieg, oder? Nee, tutti kompletti. 250. Ja. Jo, dann würde ich dir bestellen. Jo. Nimmst du auch eine Horsch 9DC in Zahlung? Ja, ein Export, ne? Ja. Jo. Würdest du die abholen? Ja. Dann, ich sehe gerade noch meine Felder an, aber danach. Ja, hat ja noch Zeit. Kann auch nächste Woche sein, ist kein Problem. Okay. Musste nur gucken, bei mir am Hof stehen zwei. Eine gehört dem Dings da. Aber ich Dem. schau mal, wen welchen gehört. Ja, und dann noch was. Wir haben doch diesen großen Anhänger gekriegt für die Agrargemeinschaft. Ja. Wie verhält sich's denn, wenn ich die Agrargemeinschaft jetzt auflöse? Also, wer kriegt dann den Anhänger? Ja, das ist Oder muss der eine. ausgezahlt werden? Das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt zwei Möglichkeiten oder drei Möglichkeiten. Also entweder ihr würdet euch einigen, wer das bekommt. Beide Optionen wäre jeder. Jeder kriegt noch einen von der Gemeinde gespendet, aber ich weiß nicht, wie das so ist, weil die Gemeinde muss das ja dann wieder zahlen. Ja, ich kann ja mal gucken, ob die anderen den überhaupt haben wollen. Wenn die den nicht haben wollen, passt's ja. Ja, dann hat sich das ja sowieso erledigt. Oder wir gucken nach dem aktuellen Preis und ich zahle die den Wert geteilt durch 3 an die anderen aus. Durch 2, oder? Geteilt durch 3. Anstatt, Stefan? du zahlst ja nicht an dich selbst. Ja, aber trotzdem muss ich ja mein Teil Ach so, behalte ich ja. ja, stimmt, ja. Hat den. Okay. Ja gut, dann warte ich mal, bis die Hampelmänner wieder da sind, weil die gehen mir langsam auf den Geist. Jo. Okay, passt. Danke dir. Passt. Kein Problem. Ciao. Ciao. So. Okay, weil tatsächlich ich
absolut keinen Bock mehr auf die Agrargenossenschaft habe. Der tut jetzt schon wieder. Volker, warum? Na, hallo? Der Björn hier, hallo Volker. Servus. Du Volker, ich wäre am Zentrallager. Irgendwann, ich halt mal dort. Du dem Lagermeister Bescheid sagen? Jupp. Da schicke ich eine SMS. Wenn ich's find. Oh, ja. Nee, doch nicht. Das ist immer so verwirrend hier. Richtige Schreibweise und so. Karton? Karton waren 10. Es gibt 4x8. Dann nehmen wir 8. Ne, 4x8 sind 32. Ja, ja, müssten. Wo war das sein? Ich glaube, du musst nochmal zum. Okay, 8 habe ich. Ja, 8. Da musst du, glaube ich, nochmal zur Kartonproduktion. Okay. 5 Papier. Wie viel ist denn in einem Karton drin? 8000. Moment. Ja, Karton gibt es auf jeden Fall nochmal bei der Kartonproduktion. Okay. Ja, die hole ich dann nachher, wenn ich bei dir am Sägewerk war. Jo, den zeige ich dann auch Bescheid, weil ich bin gerade in Feldkirchen unterwegs. Ja, aber ich würde schon mal dir das Geld überweisen, Volker. Jo. Danke dir, kein Mann. So, supi, dann melde ich mich, wenn ich gleich am Sägewerk bin, ne? Jo, danke. Bis später, ciao. Jetzt bin ich nämlich ein bisschen verwirrt. Wie viel kommt da raus? Eine Palette. 8000. Der Preis für eine. Alter. Mein Gott, warte mal. 7 kriegt er dann noch. 2, 4, 6, 7. Das hauen die 8 Tonnen auf. 8 Dings hier drauf. Also, aber zurück zum Geschehen. Ich werde mit sofortiger Wirkung die Agrargenossenschaft auflösen. Die bestehenden Mitglieder sind einfach nicht so zuverlässig, was die Arbeit angeht. Also meine Felder zum Beispiel, ja, die könnten jetzt schon wieder angebaut werden. Aber es geht nicht, weil keiner da ist. Das geht einfach nicht. Also man muss sich in einer Genossenschaft oder in einer Gemeinschaft muss man sich aufeinander verlassen können. Und da das nicht funktioniert, ja, dann ist es halt so. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich fahre damit auch besser. Ich fahre damit besser. Ich werde 1000-mal mehr Geld machen. Guck mal jetzt, ich habe jetzt schon die zweite Ladung Rocken verkauft heute. Ich habe das Geld, Moment, 5, 9, 7, 4, 7, 5, 4. Ich habe jetzt heute schon 222.000 Euro verdient. Das ist doch mal ein Wort.
Und nachher verkaufen wir noch die Eier. Das werden wir morgen machen. Und ganz ehrlich, dann hole ich mir so einen Mercedes. Dann hole ich mir so einen AMG. Ja, dann mache ich auch mal auf dicke Hose. Und die Condor kaufe ich mir auch, die Amazone. Und den, die Hosch, die werde ich verkaufen. Und dann passt das alles. So. Ist halt so. Aber jetzt gucke ich gerade noch mal rein. Warte mal, in die Papiere. Farmstar. 30.000. Zahle ich jedem 10.000, aber sollen sie glücklich sein. Weißt du, also. So, haben wir hier mal MAN. Da sitzt man viel höher wie im Tatra. Im Tatra sitzt man ein bisschen weiter hinten. Oder weiter unten, ich weiß auch nicht. Du hast einen ganz anderen Blick auf den Spiegel. So, jetzt holen wir mal eine Ladung Wasser und gucken mal, wie weit wir damit kommen. Weißt du, da lassen sie ihre Maschinen auf dem Feld stehen, Wind und Wetter ausgesetzt. Ei, 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 ei. Gut, liebe Leute, aber das soll es auch gewesen sein von der heutigen Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelderland. Wasserladen kann noch ein bisschen dauern. Warte mal, ich könnte, wir gucken noch mal kurz was durch. Warte mal, Autos, AMG. Farbe. So. Telefonieren wir gleich nochmal. Klingelingeling. Hallo, wie ist der Name? Ja, Volker hier. Du, kann ich auch noch was anderes bestellen? Ja, kannst du. Ich hätte gern Mercedes, so ein AMG-Dingens. Ah. Mit Sportpaket. Geerbt oder was? Hä? Geerbt? Wieso geerbt? Geld geerbt. Geld geerbt? Nein, ich verdiene einfach gut.
Ah, okay. In Deutsch-Grün. Deutsch-Grün. Und mit Funkgerät auf der rechten Seite. Kosten spielen keine Rolle, solange es nicht Wucher ist. Du kennst mich, ich habe noch nie Wucher begangen. Ja, ich sag's nur mal vorsichtshalber, ne? Ja, ich weiß ja, was du meinst. Gut, warte mal, soll ich noch was kaufen? Bin gerade in Geberlaune. Das war ich letzte Woche auch. Nee, aber ich denke, das passt erstmal. Jo. Gut. Ist der dann nächste Woche schon da? Du hast ihn jetzt bestellt, dann wird er nächste Woche da sein, ja. Deutsch-Grün, ne? Ja. Sobald die Agrargenossenschaft Geschichte ist, geht es mir besser. Okay. Gut, bis dann mal. Jo. Ciao. Ciao. So, jetzt haben wir alles erledigt. Ich hau Geld raus und die Agrargenossenschaft ist Geschichte. Ja, die ist passé. Kein Bock mehr. So, Telefon. Volker Baruna, hallo? Jan hier, hi Volker. Hi. Du Volker, ich stehe bei dir am Sägewerk. Moment, rechts ran. Langer Bremsweg. Halt. Quatsch, falsch. Was wolltest du haben? Paletten, Fünf ja? Paletten, Paletten. Paletten, Paletten. Paletten, Palettenproduktion. Oh. Mehr habe ich nicht. Stehst du im Lager oder an der Produktion? Ich stehe am Lager. Soll ich zur Produktion? Nee, warte, warte. Eine habe ich dir dahingestellt. Oh Mist. Ich habe dir zu viel Kartons rausgelegen lassen. Einmal 6 Stück. Hallo? Ja, Geht? warte. Okay, 6 Stück. Ist da Platz? Da ist Platz, ja. Ich habe 6 Stück auf dem Hänger. Ah, jetzt. 6. Nochmal. Macht 12. Eine steht Jo. vorne, dann kriegst du noch 2. Und eine steht vorne bei der Produktion. Okay, die hole ich mir da. Und Kartons habe ich dir. Wie viel hast du da? 8 8 hatte Stück. ich am Zentrallager. Genau. Kannst du mir einen Gefallen machen? Ja. Es stehen 7 Paletten bei der Zelluloseproduktion. Okay. Dir da 2 behalten und den Rest zur Ding zum Zentrallager bitte. Ja, das kriege ich hin. Das mache ich. Liegt ja auf dem Weg. Ja, Subi, danke dir. Sonst hätte Kein ich die Problem. fahren müssen. Danke. Okay, danke dir auch. Ciao. Bis dann, ciao. Perfekt. So, jetzt Leute, aber vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Bis morgen, 18 Uhr. Haut rein, macht's gut. Tschüss.